Ja, Gregor, wir blicken gespannt auf die Speerwurfanlage. Ich gehe davon aus, Sie auch. Es wird ganz entscheidend, ob Dominik Distelberger heute diese 8000 schaffen kann. Was ist ihm zuzutrauen? Ja, also er war im Training sehr stabil heuer. Generell hat er viel Selbstvertrauen und ist auch vom Krafttraining haben wir ihn sehr gut vorbereitet und ich bin sehr zuversichtlich. Sie betreuen ihn jetzt schon länger bei den Wurfdisziplinen. Was wurde da geändert? Was ist vorwärts gegangen? Naja, prinzipiell die meiste Änderung war eigentlich, ich betreue das Krafttraining seit der ganzen Saison, also seit dem Winter. Und das kommt halt jeden Bewerb zugute und dem Wurf natürlich auch. Und im Wurf muss man natürlich noch viel machen und stabilisieren, aber von der Kraft her ist er schon stabil, der Rumpf ist stabil und das ist gut für die Zukunft. Da haben wir noch viel Potenzial und können noch uns gut steigern. Apropos Potenzial, Sie haben auch, glaube ich, beim Diskus etwas mehr Potenzial gesehen, da waren Sie nicht rundum zufrieden. Ja, es war so, dass beim Diskus ist eine sensible Disziplin und da wollte es ein bisschen erzwingen. Und wie man gesehen hat, bei anderen sind ausgeschieden und er hat halt im Bereich seiner Bestleistung das gut gemacht. Aber er hat vor zwei Wochen schon weitergeworfen, aber in einer Einzeldisziplin. Deswegen, ich war froh, dass es gültig war und im Rahmen so richtig mit viel Gefühl hat er nicht geworfen, weil er schon gemerkt hat, jetzt geht es Richtung 8000, er kann noch ein bisschen runter und in Zürich werden wir schauen, dass es ein bisschen runter ist, noch im Diskus. Was ist ihm im Speer zuzurauen? 55 plus wäre absolut okay? Ja, 55 hat er bei seinem Rekord geworfen, 55,61, soviel ich weiß. Wenn er in dem Rahmen bleibt, dann kann man die Pluspunkte verteidigen. Ich glaube, dass er gut vorbereitet ist. Ich rede vorher nie gern viel, aber er hat gut eingeworfen. Ja. Wie ist die mentale Stimmung beim Dominik? Ich meine, jetzt hat er diese 8000 Punkte im Hinterkopf, man hat es gesehen beim Stab hoch, es lässt ihn definitiv nicht kalt. Ja, nein, er ist natürlich gespannt, aber sehr positiv konzentriert. Also ich freue mich schon auf die nächsten zwei Bewerbe und dann ja, schauen wir, was rauskommt. Ja. Dankeschön. Danke. Tschüss.